Hi Leute und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Fabi und heute werden wir mal wieder einen Vlog machen. Und zwar werden wir heute ein bisschen shoppen gehen. Und ich freue mich schon sehr, denn ich habe so ein, zwei Erledigungen, aber ich weiß noch nicht so ganz genau, wo es mich hinziehen wird. Zert? Fabi Luna? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Nein, die Frage ist, was machst du auf YouTube? Und die Frage ist, was machen wir heute? Ja, Leute, ich bin heute nicht alleine. Zert ist mal wieder da, Leute. Oh mein Gott, wir haben keinen Beef oder nothing. Ja, it's been crazy years. Wir gehen heute shoppen. Und zwar nicht wie sonst, sondern... Wir gehen heute mal unser inneres Kind heilen und werden heute zu Smith Toys gehen. Zu GameStop, zu Müller. Everything we find, you know. Ja, und wir sind offen für alles und ich würde sagen, kommt mal mit. Ah, Bitch! Du hast in alte Gewohnheiten gerutscht. Bitch, du hast so in alte Koksucht gerutscht. Oh! Ich habe mal eine Frage an euch. Dürfte eure Tochter oder Sohn in so zu Smith Toys gehen? Weil ich rote Haare habe, oder was? So Leute, wir rutschen jetzt darunter. In euch rein. In... Nein. Warte. Oh Gott, okay, ja, lass uns mal. Okay. Okay, ready? Ja. Oh no! Oh no! Bitch, wegen meinem BBL. Dass die Kamera sich von dir wegrollst und dann so oft da drauf zuläuft. Ja. Das wäre geil, oder? Ja, kleiner Witzi. Kleiner Was Witzi. Ist das denn? Smith. Toys. Ja. Auf geht's nach Smithies. Yeah, yeah. Kleiner Witzi. Kleiner Witzi. So Leute, wir sind jetzt hier, wie ihr schon gesehen habt, im Smith Toys und kommt mal mit, denn ich liebe es immer hier bei der Dolls Selection einmal zu schauen, denn es sollte ja jetzt theoretisch gesehen die Monster High Puppen, die OGs, die Cree Production Puppen in den Stores geben, aber ich persönlich war nur einmal da, wo die noch eingepackt waren, also noch gar nicht auf den Shelves und was würde ich dafür geben, wieder dieses Feeling von damals zu haben? Deswegen schauen wir jetzt mal, ob die auch wieder da sind oder ob die wie immer schon so crazy ausverkauft sind. Rainbow High, yeah, it's been a journey and not iconic time. Aber hier ist ein Monster High. Aber man sieht tatsächlich, oh, die ist voll Dukor eigentlich so. Oh, wer ist das? Lover. Das ist die Monster High X Wednesday Collection. And it's the clear. Ja, die sieht echt gut aus. Mhm. Habe ich auch heute als Funko gesehen, tatsächlich schon. Aber die sind auch richtig schön. Ne? Das ist schon krass. Ja. Crazy. Ein kleiner Witzi. Schaut mal, was ihr gefunden habt. Ja, da wird erstmal hier so ein... Da wird sich hier erstmal so ein Koffer gepackt. Extrem rotes Kleid, ne? Schatz. Ja, für mich, Schatz. Also... Ich liebe ja, ne? Und das Lustige ist, Serge und ich, wir haben gerade noch darüber geredet. Ja. Das so legit vor einer Minute und hier so für 6 Euro. Und du hast sogar 8 gesagt. Also oder noch, vielleicht noch 3 Euro. Ah, nee. Okay. Genau. Also, wir nehmen auf jeden Fall die mit, weil ich darf jetzt auch wirklich nicht so zu crazy sein, ne? Aber. Ach, aber Tokyo Ghoul kennt Kaneki 6 Euro. Komm, 12 Euro. Schatz, okay. Aber nur heute, weil Serge da ist. Ja, also nur heute. Aber die ist halt aus. Ich liebe ja Sasuke, aka Sasuke, Ushir. Oh, Leute. Ist das im Gesicht? Das ist das Fluchmal, was er hat. Ah, okay. Ja, ist deswegen... Aber ich darf nicht. Ich darf nicht. Aber da frage ich jetzt mal euch. Schreibt mal unten in die Kommentare. Dürfte euer Sohn in oder Tochter so eskalieren und so viele Funkos kaufen? Ich glaube nämlich wirklich nicht. Deswegen machen wir es auch nicht. Girl. Das ist crazy. Komm ein bisschen näher. So sieht das aus, wenn Fabi Loon eine Arschgeburt hätte. I swear. Was ist das? It's his face, it's purple, it's rainbow, it's LGBT. Qua? And Puppy Surprise Cherry. Oh, oh. Die sind richtig cool. Die sind geil, wirklich. Die? Da musst du einen Kuchen machen im Kühlschrank und da ist nichts drin.
du machst so Teig und dann packst du das zu, machst zu und wartest kurz und auf einmal macht der so brrr, dann machst du den auf einmal ist ein Kuscheltier drin, aus dem Nichts. Hä? Ja, das ist Zauberei, ich schwöre, Magic. Mini-Bird. Harry Potter. Ah, geil. Die sind neu. Slay, also wir haben jetzt hier Miniverse Harry Potter. Ich hätte gerne den Liebestrank und die, guck mal, die sind echt schön, actually. Ja. Und es gibt auch so Pin-Codes, wo du gucken kannst, was da drin ist. Ja, ja, ich kenne die, kenn die Seite. Ja. Ah, oh, süß. Das wird das Thumbnail. Also, wir sind jetzt hier aus Smith Toys gerade raus und wir haben uns jetzt dazu entschieden, tatsächlich nichts wirklich zu kaufen. Ich habe jetzt nur so Süßigkeiten gekauft von Hitchies. Bei Search war ein sehr, sehr positiver Einfluss, hat er auch gemeint, so ja, es lohnt sich jetzt, sich die Pops mitzunehmen. Und deswegen war ich so, okay, like, that's very, very adult thinking. Deswegen, hier im Kürbiscenter gibt es tatsächlich nichts mehr wirklich Interessantes. Also es sind halt echt nur noch so, das Interessanteste hier ist halt Smith Toys und Action. Und in Action waren wir auch schon, also... Orion natürlich, of course, da waren wir auch schon. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns mal so ein bisschen in die Stadt. Da Vinci. Da Vinci. Oh. Bye. Kleiner Witzi. Kleiner Witzi. So Leute, wir sind jetzt hier gerade in der Stadt. Wir waren jetzt gerade bei Müller. Und wir gehen jetzt nochmal so kurz zu TK Maxx. Yes, TK Maxx is what we need. Woo! So Search. Und zwar gerade eben, als wir ja bei Müller waren. Da habe ich eine Kleinigkeit gekauft. Ja, für dich hoffentlich. Und ich übergebe dir jetzt mal so eine Kleinigkeit. Ja. Yes, yes. Ja, und das ist Fabis Schwagerfamilie quasi, die will nur nicht on camera sein. Ja, ja. Aber das ist für dich. Bitch. Ich bin... Ja. Oh nein! Oh, das heißt, ich dachte jetzt so Kugel oder so. Ich dachte mir schon, wie unnötig. Hätte umgetauscht, aber das ist actually cute. Yay! Leute, mein Hund heißt nämlich Togepi, den ich gerade ganz, ganz doll vermisse. Grüße an dich, Togepi. Ich weiß, du siehst das gerade. Und das ist actually Togepi. Dankeschön. Das ist ja, echt so süß. Of course, of course. Leute, mein TK Maxx hat so geile, juicy Sachen. Wieso lachst du? Weil es voll schwul ist. Ach, bitch. Die haben so viele. Hi, juicy Sachen, I love. By the way, das ist so unser cutest so Outfit of the day. Nothing too crazy. It's giving very fall, very demure, very mindful. Very Dubai Schokolade. Very Dubai Schokolade. Yeah, we love. We stand. Hello. Is someone there? I need some hair gloss. Well, kleiner Witz am Rande immer so. So, wir sind jetzt gerade hier, weil ein Paket ist angekommen, während ich nicht da war. Und ich habe keine Ahnung, was das ist, deswegen... Es könnte alles sein. Bitte, ich hoffe, dass es keine Briefbombe ist. Ich hoffe, dass es ein glitzernder Analplug ist. Ja, cool. Möchtest du mal so die Ehre haben und das sind so... Ja. Oh, bitch. Oh mein Gott, ich weiß, was das ist. Was ist das? Das habe ich dir doch gezeigt. Hast du mir gezeigt? Das ist doch diese Box, wo du meinst... Ah, na, kleiner Witzi. Oh, bitch. Kleine... Zurück einfach wieder. Nein. Jetzt ist Schluss. Ich so... Das behind the scenes zurück. Hey Leute, so sieht das bei uns aus. Wir schauen jetzt, denn... Wir drehen jetzt gleich ein Unboxing. Das war jetzt gar nicht geplant oder so. So sehr, sehr, sehr spontan, dass wir das überhaupt machen. Ich habe ein mega cooles Paket. Actually sogar von Mandy bekommen. Also Mandy hat das mir gekauft. Also Mandy, wenn du das siehst, love you the most. In dich rein. Und wir machen jetzt praktisch dann gleich ein Unboxing, weil das halt ein mega geiles Paket ist. Und das verdient auf jeden Fall ein Full Unboxing. We are already shaking. Mhm. So Leute.
Es ist jetzt schon, um ehrlich zu sein, ich glaube so eine Woche später, Serge ist mittlerweile schon wieder nach Hause gefahren. Das war es auf jeden Fall mit unserem kleinen Mini-Vlog. Das war einfach mehr so ein realistischer so Day in our life, weil das Ding ist, ich und Serge, ich würde sagen, wir haben seit 2019 eine 360-Grad-Wendung gemacht. Also viele Sachen, die wir damals gemacht haben, die machen wir heute nicht mehr. Wir haben uns irgendwo weiterentwickelt und haben andere Interessen, die uns halt erfüllen. Und tatsächlich gehört mittlerweile da auch ein regelmäßiger Smith-Toys-Besuch oder eben mal so ein bisschen die Spielzeugabteilung mal durchzustöbern und einfach mal ein bisschen Spaß haben. Leute, das Leben nicht zu ernst nehmen. Leute, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, solange ihr niemanden schadet. Und wenn das halt einfach solche Sachen sind, die euch glücklich machen wie uns, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass Serge endlich wieder da war. Haltet auf jeden Fall die Augen offen, denn es gibt noch weitere Videos und weiteren Content mit uns zusammen, der auch ganz, ganz bald online kommt. Das war nur der Start. Und ja, schaltet auch auf jeden Fall das nächste Mal mit ein. Folgt auf jeden Fall mir und Serge auf Instagram, denn dort kündigen wir immer alles an. Da seht ihr das immer als allererstes. Das war's mit dem Video. Ich würde sagen, XOXO.